Test. Das ist doch leise. Knister, knister, knaster. Ui, das knackst aber ganz schön, ne? Lässt er das jetzt nicht mehr, wenn ich den Controller bewege? Wieso ist das so leise? Und wie ändere ich das? Genau so, falls es jetzt mal leiser wird. Das Ziel kann es ja nicht sein, dass ich jetzt hier ins Mikro brüllen muss. Es ist direkt am Mund. Sorry fürs Knacksen, ich muss nochmal drehen. Ich verstehe es nicht. Mal kurz hier weg, das nervt nämlich ein bisschen. Okay. Wie ist es, wenn ich was mache? Ist es denn immer noch so leise? Oder kann man es dann halbwegs verstehen? Das geht, oder? Wenn ich darüber rede. Ändern wir die Einstellung noch mal ein bisschen. Natürlich machen wir das beim Master, ne? Auf 30. Das müsste passen, oder? Wenn ich jetzt rede, während ich auf den Stein drauf haue, dann hört man das. Sehr gut. So, Metall. Hört man auch. Ganz gut, oder? Wenn ich jetzt einfach weiter rede und da den Stein abhacke. Knarzt das nur bei mir so? Nee, das ist das Geräusch vom Stein, ne? Klingt halt echt übel, ne? Wenn ich das gerade mal so laut anhabe. Egal. So, dann müsste es mit der Einstellung passen. Nur der Generator ist halt ultra laut. Sind sie wieder Fabriker. Machen wir den mal aus. So. Wunderbar. So, wir tun so, als hätten wir das alles nicht gesehen. Und fange hier einfach nochmal neu an. Ich mache hier den Ton aus. Sehr gut. Okay. Na dann. Hallöche, meine Schnucke. Oh, bei Vollmond fangen wir an. Wie ihr sehen könnt, ist einiges passiert. Wir haben jetzt den Teri. Den hatten wir vorher schon. Ich bin gut. Ich habe unterwegs ein Kano-Baby gefunden. Und musste... Sekunde... Und musste das einfach mitnehmen, weil es so süß aussah. Weil er hatte so einen grünlichen Ton, den sieht man jetzt natürlich sehr schlecht. Und er hat einen wunderschönen Namen bekommen. Er heißt Genghis Kano.
Ich würde das gerne als kreative Eigenleistung verkaufen, aber das war meine Frau. So, dann haben wir den Ankylo. Den habe ich geholt zwischendurch. Auch mit einer wunderschönen Musterung. Ich weiß gar nicht, ob er das noch zusammen gemacht hat. Ich glaube nicht. Habe ich ewig für gebraucht. Dann den Dödi. Ich habe endlich die Farmdinos in mich rangeholt. Dann habe ich einen, wo bist du? Da hinten. Einen Biber. Wunderschön. Aufgereiht. Sehr gut. Achso, und wie ihr seht, ist es wieder auf Deutsch. Das liegt nicht daran, dass ich vergessen hatte, die Konsole wieder zurück auf Englisch zu stellen für ARK. Und ich jetzt hätte alles nochmal komplett neu starten und dazu keine Lust gehabt hätte. Das war Absicht. Aber leider kommt dann so ein Name dabei raus. Mordedukurus und Anomlusus. Das ist total bescheuert. Aber lassen wir das etwas so stehen. Und, weil ich sie einfach süß fand, zwei Lystros. Die stehen jetzt hier alle so quer durcheinander, obwohl ich sie wunderschön aufgereiht hatte. Weil hier zwischendurch ein Wolf gespawnt ist. Der eigentlich nicht mehr spawnen sollte, da ich in meiner ersten Amtshandlung hier in der Wintersiedlung eigentlich alles umzäunt hatte. Wie ihr seht, mit großen Mauern. Denn hier hinter ist Klippe. Hier. Und auf der anderen Seite ist eigentlich auch Klippe. Also eigentlich sollte da nicht spawnen, aber irgendwie hat es ein Wolf geschafft, entweder hier drin zu spawnen oder sich dran vorbeizuschmuggeln. Warte. Nehmen wir einfach mal den Terry. So. Hier, alles Wand. Wand, 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 Wand. Und hier ist auch wieder Klippe. Da dachte ich fälschlicherweise, hier sollte nichts mehr spawnen. Aber ich habe das auch. Ich habe jetzt gerade eben nochmal alle Dinos weggemacht. Weil die mir ein bisschen auf den Sack gegangen sind, ganz ehrlich. Als ich versucht habe, hier die Dinos hinzustellen zum Zeigen. Und da sind sie auch schon wieder alle. Super. Auf jeden Fall standen sie alle eben schön, dann sind sie durcheinander gerannt, dann habe ich sie alle weggemacht. Versucht, das nochmal zu machen, dann ist ein zweites Mal einer gekommen und dann habe ich es aufgegeben. Deswegen haben wir das Video etwas so gestartet, mit allen Dinos, die durcheinander stehen. Die ich übrigens auch schon drei oder viermal auf neutral gestellt hatte. Aber trotzdem greifen alle immer spontan mit an. Warte. Wo war das? Normale Optionen, nicht wahr? Oh, das ist schon wieder so lange her. Verhalten, genau. Und dann gehen wir auf neutral. Damit sie wirklich nur angreifen, wenn sie selber angegriffen werden. Eigentlich. Aber irgendwie wollten sie das nicht. Warte mal, wir können noch auf neutral, oder? Nee. Kacken. Alle aggressiv. Alle mein Ziel. Alle neutral. Aber das habe ich schon ein paar Mal probiert und keiner will das so richtig. So. Was ihr jetzt seht, Littlefoot ist ausgewachsen und hat seinen wunderschönen Sattel. Den habe ich übrigens in geiler Qualität gefunden. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt mal erzählt habe oder nicht. Oh, wunderschön, es wird wieder hell gleich. Und in der Zeit, wie ich versucht habe, noch anderes Zeug zu sammeln, hier die kleinen, den Ankylo, den Dödi und den Biber, und ich gewartet habe, dass Genghis Kano erwachsen wird, habe ich den Bronto gefunden. Und die Frage, wie ich alle hierher bekommen habe, ist auch sehr leicht beantwortet. Ich hatte am Anfang hier eine Plattform drauf mit Haus und habe hier einfach alles umzäunt, ein Haus drauf gebaut mit Dach und mit Luke hinten. Das sieht man in der alten Basis noch, weil da habe ich nämlich, weil ich den Kano ja nicht hochheben kann mit dem Agi, sieht man das auf dem Dach immer noch. Da habe ich eine kleine Rampe, um ihn hochlaufen zu lassen, nach hinten. Auf jeden Fall habe ich sie alle hier reingestellt und bin dann mit Bronto so mit dem Haus obendrauf quer über die schöne, bescheidene, wir haben ja gesagt, wir fluchen nicht mehr so viel,
über die wunderschön bescheidene Map gelaufen. Und das Problem ist, selbst wenn sie im Haus drin stehen, nach einer Weile backen sie einfach durch die Wände durch. Ich weiß nicht genau, was das soll, ob das so gewollt ist. Aber je mehr man mit den Dinos läuft, auch in Steinwänden drinne, weil ich habe alles aus Stein gebaut, baggen sie einfach nach einer Weile durch die Wände durch, durch den Bronto nach unten durch. Und es war ein heilloses Durcheinander. Hat ewig gedauert, ich habe sehr viel geflucht. Und dann wurden wir angegriffen zwischendurch immer mal wieder und alle sind aggressiv geworden, obwohl ich... Achtung, schauen wir mal. Ungefähr so sieht das dann immer aus. Wunderbar. Und das ist im Dschungel und am Strand und überall eigentlich immer wieder passiert, dass die Dinos, obwohl ich sie, wie ich dachte, eigentlich auf neutral gepfiffen habe. Warte mal, geht bei neutral nochmal ein extra Menü auf? Kann das sein? Verhalten. Neutral. Nee. Die sind auf neutral gestellt, ne? Weil sie sollen sich ja schon wehren. Deswegen mache ich sie nicht auf passiv. Aber sie sollen halt nicht alle wie Gaskranke rumrennen und dann genau sowas hier machen. Irgendwo stehen bleiben. Naja. Auf jeden Fall hat das sehr lange gedauert. Ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr und habe zweimal pausiert zwischendurch und musste erstmal was anderes machen. Weil es mich echt angestrengt hat. Das tut mir wirklich leid. Ich bin seit ein paar Tagen ein bisschen erkältet. Das hört man vielleicht auch noch. Deswegen wird es auch nicht allzu lange gehen heute. Aber wir werden auf jeden Fall noch den Release von Avatar mitnehmen. Und da gleich nochmal ein bisschen reingucken. Aber so lange, bis das passiert, werden wir erstmal eine kleine Unterkunft für die Dinos bauen. So. Ich weiß auch nicht, was ich mir bei dem Ding hier gedacht hatte, weil ich hätte den, glaube ich, auch auf den Boden stellen können, den Trog. Das ist eine von den besseren Trögen übrigens, deswegen hat der so viel Platz drin. Ist er gar nicht, sehe ich gerade. Ich bin ja klug, habe ich beim Hinstellen wieder nicht beachtet. Auf jeden Fall kann man den einfach ändern und dann hat er mehr Platz drin. Und auch einen besseren Spoil-Timer, glaube ich. Und ich habe, was echt ewig gedauert hat, was ich nicht verstehe, weil wir eigentlich eine gute Leitung haben, hier die Zwergenmod gefunden. Leider brauchen die halt für alles Metall ohne Ende. Metall und Zement. Deswegen stehen die hier und machen uns ein bisschen Metall nebenher. Habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Und dann ist mir aufgefallen, wir brauchen eigentlich auch noch viel mehr Zement. Weil, was wollte ich denn als erstes? Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuerst wollte. Entweder die Industrieschmelze, glaube ich. Oder den Tisch, damit wir schneller Zement machen können. Ich glaube eher den Tisch, oder? Weil ich glaube, die 2000 Metall kriegen wir nicht so schnell zusammen. Aber 250 Elektronik klingt auch echt viel. Warum habe ich so viel Zeug im Inventar? Egal. 96 Elektronik. Wenn wir die bauen, dann haben wir immer noch nicht genug. Okay. Wunderbar. Dann machen wir erstmal weiter. Nein, und wie gesagt, die ganze Zeit ist immer wieder was passiert. Und es ging mir ein bisschen auf den Keks, deswegen habe ich die Dinos dann immer wieder weggemacht beim Bauen hier. Ich wollte die Basis eigentlich weiter unten aufbauen. Das kann ich euch ja mal zeigen mit dem Agi. Weiter unten aufbauen. Habe auch schon angefangen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich da nicht gut bauen kann. Mit den Bodenplattformen. Hier unten drinne. Weil ich den Spot einfach so cool fand. Oh, Sekunde. Ach so, und ich habe mal eine Kryomod probiert. Die hat aber nicht funktioniert, also habe ich die wieder weggemacht. Weil ich bei dem Hin- und Hergelaufen über die Insel habe ich mir so sehr die Kryopods zurückgewünscht. Den Fock machen wir mal weg. Und da habe ich geguckt, in der Mod stand drin, man soll das eingeben und dann kriegt man 100 Stück ins Inventar. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, deswegen Mod wieder deinstalliert. Nee, weil ich es hier ganz toll fand. Deswegen habe ich hier ein kleines Haus gebaut. Also einen Stall erstmal. Damit die Dinos nicht dauernd angegriffen werden. Also es ist einfach nur mit zwei Etagen.
unten ein bisschen Platz für die Dinos, die schon da sind. Oh, das Feuer habe ich angelassen. Oh, das wird auch noch eine Weile brennen dann. Sehr gut. Und oben halt mit Arbeitsfläche. Dann ist mir aber aufgefallen, als ich versucht habe, draußen ein größeres Areal umzubauen, hier, zur Terraform praktisch, mit Bodenplatten, dass man, warum auch immer, ich weiß nicht, ob ich da so verwöhnt war vom alten Ark oder ob es die S-Plus-Mod war, dass man die Bodenplatten nicht mehr stapeln kann. Also ich kann jetzt hier nicht einfach noch eine Bodenplatte draufsetzen. Das hat mich ein bisschen nicht nur irritiert, sondern auch geärgert. Denn hier passt, wie man sieht, natürlich kein Bronto rein oder rauf. Ich müsste sie noch breiter ziehen. Das hat aber nicht mehr funktioniert. Also dachte ich mir, gut, lassen wir den Bronto draußen. Und bauen aber halt einfach weiter oben, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Und wo wir es von vorne zubauen können. Also, weil ich aber das hier noch nicht komplett aufgeben will, habe ich das alles erstmal stehen gelassen und wir machen später noch was damit, würde ich sagen. Oh, wir verhungern. Da müssen wir später nochmal reinschauen. Ach so, und hier Deutsch, ne? Silber. Uff, ey. Also bei der deutschen Übersetzung müssen wir echt noch dran arbeiten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen aussieht. Also in Englisch geht's ja alles. Da kreucht was. Dann sind die hierher gekommen, ne? Weil die hier noch einen Spawnpunkt haben. Dann müssen wir hier mal was hinbauen, damit hier die Wölfe nicht mehr spawnen. Und auch die Mammuts. Es tut mir leid, Mammuts. Und vor allem um den Pelagornis tut es mir leid, den hätte ich ja gerne gezogen, wenn er schon mal direkt an der Haustür ist. Egal. So, dann schnappen wir uns jetzt nämlich den Ödi und machen hier und den Anki und machen mal hier vorne alle Steine weg. So, das ist wieder die Fabrikante. Was bist denn du? Du bist ein Männchen. Sind wir ein Weiblichen oder ein Männchen? Ein Weiblichen? Hm. Nein, wir hören jetzt auf. Wir zähmen jetzt hier nicht noch mehr. Wir fangen erst an zu zähmen und zu züchten, wenn wir hier ein bisschen was zu stehen haben. Genau, wir bauen jetzt hier vorne auf die Spitze erstmal was hin, damit der Spawnpunkt hier hinten verschwindet, weil der sollte ja dann eigentlich zu sein, sobald wir dann ein Gebäude hinstellen. Ach, den Stecker können wir gar nicht wegmachen. Okay, dann müssen wir hier elegant was rumbauen. Dafür brauchen wir den Anki. Okay, auch gut. So. Was wir denn hier hin? Was Kleines am besten erstmal noch. Aber das ist ja dann alles Stein, der nicht weggeht. Genau. Dann bauen wir hier einen Leuchtturm. Ich weiß, in meinem Größenwahn plane ich schon wieder Projekte, die niemals fertig werden. Aber das in meinem Kopf sieht es gerade echt gut aus, wenn wir hier einen Leuchtturm hinsetzen. Wir holen jetzt hier mal den Anki und den Biber her und machen hier alles weg. Und dann fangen wir mal mit dem Fundament an. Wir haben ja jetzt den Dreiecksboden. Und schon wieder plane ich so viel, anstatt den Plan, den ich am Anfang gefasst habe, umzusetzen. Nämlich einen Stall zu bauen, damit hier die Dinos nicht dort angegriffen werden. Wo setzen wir den denn hin? Den provisorischen. Auch eigentlich Blödsinn, oder? Wieso? Wir suchen uns jetzt einen Ort aus und bauen ihn fertig. Also einen großen dann. Wir brauchen es so ähnlich wie den ich euch eben gezeigt habe. Nur hier. Wo setzen wir den denn hin, wo er zum Schluss nicht stört? Ich will nicht nochmal alles umsetzen später. Benutzen wir am besten das hier gleich, oder? So als Grundlage. Entschuldigung. Denn ich glaube, einen können wir hier noch rüber. Genau. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Teile weg.
Gut. Dann müssen wir mal die Lüstrus umsetzen. Das schaffen wir am besten oder am schnellsten, wenn wir sie kurz aufheben. Wenn wir sie treffen. So, immer hier zwischen. Und ein zweites Mal hier zwischen. Wunderbar. Muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo die Bodenplatten hatte. Ich glaube, das waren noch nicht alle. Wenn doch, muss ich wieder kurz manchmal fahren. Habe ich noch welche über? Nee, ich habe sie doch alle gemacht. Okay. Oder hat noch irgendwo anders was im Inventar? Wenn nicht, brauchen wir erstmal wieder unendlich viele Steine gefühlt. Gehen? Mir war, als hätte ich erst welche gemacht. Scheinbar aber nicht. Okay. Na dann. Wunderbar. Dann machen wir erstmal zwei, drei Steine kaputt da vorne. Obwohl, Obsidian können wir auch nehmen. Und das Metall machen wir gleich mit dem Anki. Dann machen wir eine kleine Runde mit dem Biber. Dann sollten wir genug zurück haben. Da, wie gesagt, ich habe an den Raten oder sowas habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich sie wieder runterschraube. Aber wenn ich gerade sehe, wie viele Steine ich verbrauche und generell Materialien, ist das noch. Wenn wir alleine spielen, denke ich. So. Trinken wir einen vollen Stack. Ja, locker. Metall. Darf nur erstmal hier nichts hinbauen, damit die Steine immer wieder respawnen. Boing. Der wilde Anki macht mir hier nichts, aber dass da hinten Wölfe spawnen, stört mich ein bisschen. Reicht es eigentlich, wenn ich da einfach einen Torbogen hinsetze? Weil den haben wir ja gerade noch gesehen. Würde ich dann nämlich einfach mal. Ja, reicht. Einfach einen Tor. Nein, einen Torbogen hinsetzen. Gewicht. Dann würde ich den mitnehmen. Oben drinnen. Und dahin packen. Wunderbar. Müsste doch passen, oder? Nur mal sehen gleich. Sonst mal den Anki. Das hier stimmt. Nichts mehr zu essen gehabt, weil ich dauernd vom Bronto runtergehüpft bin und dann immer die Gesundheit runtergeht. Und das Essen ja dafür benutzt wird, um die Gesundheit wiederherzustellen. Und was mich beim Anki ein bisschen stört, war das schon immer so, dass er mit Beeren gesammelt hat. Kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Das nervt halt schon, wenn du irgendwo durchgehst und so ein Metallader steht zwischen Beeren, Sträuchern. Und du sammelst halt 14.000 Beeren ein. Jetzt nicht. Sag ich ja, es kam mir nicht bekommen. Ach komm. Mach mal lieber mit. Wunderbar. Bitte das Räuspern ab und zu entschuldigen. Metall. Oh, das war ein Stein. Hoppala. So, Metall. Und wir hinten, jetzt stellen wir mal ganz kurz. Es wird übrigens Zeit, dass wir die. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, dass die Suppe machen, dass wir alles vergessen und neu skillen können. Denn wenn ich im Schneegebiet so rumlaufen kann, weil ich einfach die Resistenzen so hoch gedreht habe, ist das ja auch blöd. Supply Crate Drop Location. Das heißt, wir können hier gar nicht bauen, ne? Ui, das hätten wir vorher bedenken sollen. Das heißt, wir können hier schon mal gar nichts hinbauen.
Müssen wir mal gucken, wie weit wir ranbauen können. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stroh und ein bisschen Faser. Und dann können wir bauen. Ah, wunderbar, der hängt hier fest. Sehr gut. Kluger Dino. Wie immer. Also. Ich verstehe nicht, warum der das Zeug hier alles mitgenommen hat. So, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ich habe jetzt rausgefunden, beziehungsweise mir ein Video anguckt, wie ich das jetzt hier übertragen kann. Und das ist so großartig. Und vor allem auch so einfach. Hätte man drauf kommen können. A gedrückt halten und dann den rechten Trigger. Und dann kann man Sachen einfach übertragen. Wie am Rechner, was so gut ist. Wenn es jetzt noch einen Knopf geben könnte für den Stack komplett aufteilen. Weil, was ich meine, ist auf dem Rechner, kann ich jetzt hier entweder alles halbieren, wenn ich rüberziehe, da unten, eins abteilen oder halbieren. Aber auf dem Rechner, bei Survival Evolved, konnte man halt direkt alles aufteilen. Und das ist so eine großartige Funktion, wenn man zum Beispiel am Anfang Fleisch vergammeln lassen möchte, um Narkotics herzustellen. Das hat das Leben so viel leichter gemacht. Nicht so wie letztens, wo ich dann halt da stand und wirklich so 5-6 Minuten am Stück aufgedrückt habe. Auf immer wieder halbieren, halbieren, eins abteilen. Also das war ganz am Anfang hier. Aber es ist trotzdem wesentlich besser als ganz am Anfang, wo ich daran nicht gedacht habe und einzeln gewartet habe, bis die Stacks vergammeln, als wir es damals gespielt haben. Und auf dem Rechner habe ich mir extra die Mod für den Meat-Spoiler geholt. Wo man Fleisch reinsteckt, der ist dann einfach so praktisch gewollt vergammelt. Das war auch eine große Hilfe. Ich hoffe, sowas kommt hier noch. Achso, ich habe die... Wie heißt die? Das ist nicht die S-Plus-Mod, aber irgend so eine... Oh, hoppla, zu viel. Better Utilities oder so Mod? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Aber damit wir ein Fernglas kriegen. Das Tech-Fernglas, damit wir die Werte beim Dino sehen können. Oh, jetzt habe ich Stroh weggeworfen. Ich bin gut. Das finden wir doch nie wieder hier. Was ist das Stroh? Was ist das Stroh? Egal. Lassen wir das. Finde ich eh nicht. Gut. Wir brauchen... Gar nichts weiter, ne? Das Stroh wäre halt gut. So, wir heben alles auf und tun dann die Bären einfach hier rein. Ich mag es, dass jetzt hier Schnee drauf liegt auf den Steinen, weil die sind ja draußen im Schnee, aber auch hier drinnen. Das ist richtig gut. So. Weg, weg. Und hoppla. A gedrückt halten und rechter Trigger und durchdrücken. Pop, 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 pop. So gut. So gut, anstatt jetzt wieder jeden einzelnen Stack rüberzuziehen. So, dann nehme ich das Stroh. Dann brauchen wir Böden. Steinboden, Böden. Und zwar 60. Ja doch, komm. Gute Zahl. Mach mal. Ich bringe derweil das Metall weg. Und das Obsidian, das brauchen wir ja oben. So. Hoppala. Ich wollte doch das Metall aufteilen. Kriegst du nämlich noch ein bisschen Metall? Und du kriegst noch Metall. Und du kriegst Obsidian. Und wenn du gerade nichts machst, machen wir dich mal auf. Du nervst nämlich ein bisschen. Wunderbar. Sehr gut. Parken wir den Bronto mal ein bisschen weiter vorne, oder? Am besten. Also wir können da nichts bauen. Da so. Bis dahin können wir wahrscheinlich bauen und hier vorne. Da
Da sind Steine und dahinter kommt die Supply Crate runter. Was auch sehr nett ist, dass wir die direkt im Lager haben. Sehr schön. Buff. Okay. 60 sind fertig. Dann müssen wir mal gucken. Also, ich hatte da drüben 3 oder 4 nebeneinander, nicht weil ich es so wollte, sondern weil es auch einfach nicht mehr ging von der Höhe. Ich muss noch mal gucken, wie der genaue Befehl war, dass ich die im Baumenü absenke. Also hochziehe oder runterdrücke. Ich weiß es echt nicht mehr. Die Snaps ausschalten. Nee, ich kann die Snaps so gar nicht ausschalten. Wie war denn das? Das war so, oder? Nee, das ist ja... Ah, ist ja hüpfen. Wie war denn das? B und Y, oder? Nee, Y ist wegdrücken. Hm. Ich konnte auf jeden Fall mal... So? Nee. Das muss ja irgendeine Kombination sein. X und Y? Nee. Es gab eine Tastenkombination. Damit konnte man denn den Boden hoch und runter oder links und rechts bewegen. Aber wie war das? Sowas nicht. Egal, gucke ich mir nochmal an. Gut, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel machen wir denn? 7, 8, 9, 10. Passt, oder? Ja, das ist, da passt ordentlich dann was rein. Und wir können es am Anfang auch erstmal quadratisch machen, wenn es von der Höhe passt. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Oh, da müssen wir gleich raus und Steine sammeln, weil hinten haben wir ja fast alles weggemacht. Denn die, die da sind, kriegen wir nicht weg. Aber wir brauchen mehr. So, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Schmilzt der Schnee eigentlich, wenn ich da jetzt Wände drum ziehe und ein Dach drauf setze? Das habe ich drüben gar nicht drauf geachtet in der Hütte. Ach so, da ist schon wieder ein Agi. Ich. Okay, wir können ja jetzt schon mal anfangen. Hier drauf zu stellen, dann stehen sie uns nicht im Weg. Und dann brauchen wir nur noch um sie herum bauen. Passt doch. Passt doch, passt doch, passt doch. Wunderbar. Ey, komm schon. Ich hätte gern genug Platz, dass ich A, um sie rumlaufen kann. Und B, sie aber sich trotzdem nicht gegenseitig so behindern. So, dass ich beim Abhüpfen nicht immer auf den Dino daneben raufhüpfe. Kano ist schon cool. Ach, der ist voll, deswegen. Oh, der Bronto auch. Ach so, weil ich so viel kaputt gemacht habe und da so viel gesammelt habe, ne? So. Die nehme ich mit. Dann machen wir von jedem ein Stack, oder? Muss reichen. Obwohl, er frisst ja eh aus dem Trug. Das ist ja eh blödsinnig. Das ist ja dumm. Machen wir es weg. Und sobald wir es brauchen, holen wir es einfach nochmal. Weg. So, Stroh nehme ich mit. Wunderbar. Auch die Dächer. Achso, die Dächer, das sind die, die übrig geblieben sind. Von der Rampe, die ich gebaut habe für den Kano. Und jetzt ist er nur noch so voll, weil so viel Zeug auf ihm drauf gebaut ist. Da muss er jetzt leider durch. So.
Dach. Sehr gut. Also, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch Holz, aber wir haben ja keinen Stein. Ach so, das ist alles hier reingewandert, ne? Für Zemento. Gut. Hoppala. Maus und Tastatur, wenn man es einmal angefangen hat, spielt sich so viel besser. Ich muss mal gucken, ob ich hier Maus und Tastatur angeschlossen kriege. Ohne dass ich sie jedes Mal umbauen muss vom Rechner. Da ist ein zweiter Anki und noch ein Agi. Den müssen wir mal wegmachen. Der greift sonst nämlich gleich an, sobald er in die Nähe kommt. Hat der schön Federn. Sekunde. Jetzt packt es mich ja doch wieder. Fernglas. Du bist. Oh, ist der hübsch. Männlich. Ich lasse mich schon wieder verleiten. Du bist ein Weibchen. Es würde passen. Es würde passen. Du bist groß. Hier zwischen. Die müssen wir halt dazwischen setzen, weil die kann man ja handpuppen, also streicheln. Und dann kriegen die anderen Dinos einen kleinen Boost aufs Level. Also kriegt keine Level dazu, sondern das levelt schneller. Ach, die Nase juckt. Entschuldigung. Wunderbar. Dann kommt der nicht mehr da rein, weil ich vollgeladen bin. Was macht man jetzt? Als erstes. Was hat denn der für ein Level? 20. Komm, wir machen jetzt hier nichts. Wir bleiben jetzt hier hart. Finden immer mal wieder einer schönen Maserung. Der muss jetzt weg. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Silber getötet. Hat gut geklappt mit dem Torbogen hier. Oh, grüne Spitzen. Hübsch, hübsch. Gut. Haben wir das geklärt. Dann mal daneben landen. Genau. So. Weiter geht's. Ich weiß, das ist nicht sonderlich spannend. Aber deswegen habe ich euch das auch erspart. Mit dem Herlaufen und vor allem mit dem Bauen da. Und die Wände haben mich ja fast wahnsinnig gemacht, wegen genau dem da oben. Weil die beim Hin- und Hersetzen immer wieder falsch snappen. Deswegen habe ich da auch aufgehört, auf der Ecke, weil die sind ja hier eh schon alle unterschiedlich hoch. Dadurch, dass die Steinböden mal in den Boden reingehen und mal nicht. Obwohl ich es eigentlich eingestellt habe, dass sie es sollten. Das hat mich ein bisschen kirre gemacht. Ach so, das war. Die haben nämlich gekämpft, die Dinos, und der Biber ist direkt im Feuer stehen geblieben. Deswegen hatte ich es ausgemacht. So. Aber ich dachte mir, jetzt mal so ein bisschen zeigen, was ich in der Zeit schon gemacht habe. Und die meiste Zeit ist draufgegangen, die Dinos herzukriegen. Das war ein Krampf vom Feinsten und ich freue mich so sehr, wenn die Kryopods kommen. Ich hoffe mal, dass sie damit nicht bis nächstes Jahr Dezember warten, weil ich habe gesehen, die DLCs, die sollen, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, alle erscheinen. Und ich dachte mir, die machen einen Scherz, aber das war, glaube ich, deren Ernst. Also die DLC-Maps. Ich kann damit leben, weil ich spiele sowieso meiste Zeit auf The Island, aber es ist trotzdem ganz schön hart. Wir bräuchten noch 2 Böden. Wir haben aber kein Holz mehr. Dann nehmen wir das aus dem Lagerfeuer. Was
Können wir auch eigentlich direkt mitnehmen, ne? Das hatte ich ja nur am Anfang hier gemacht, damit ich die Dinos hier sammeln kann. Du musst natürlich genau hier durchlaufen, ne? Genau hier durch. Wunderbar. Wir machen jetzt hier den Boden fertig. Und fangen jetzt hier erstmal mit den Wänden an, würde ich sagen. Damit die Dinos schon mal nicht von der Seite angegriffen werden. Ich glaube, die Agis wollen es wissen, ne? Hier ist, glaube ich, schon wieder gerade einer rumgedödelt. Da unten. Ach so, und was natürlich gut ist, wir haben hier sehr viel Kristallzugang und da hinten Öl. Das hilft auch ungemein, wenn wir da in der Nähe sind. Irgendwo da unten müsste Öl rumdödeln. Aber die Map hat sich ja sowieso ein bisschen verändert. Müssen wir mal gucken, wo wir es finden. Aber Obsidian ohne Ende, das ist gut. So. Wie viele Steinwände können wir bauen? Also große. Damit würde ich nämlich direkt anfangen. 34 machen wir. Ist gekauft. So, dann. Wunderbar. Dann fangen wir schon mal an. So. Genau. Das Problem ist, wie ihr seht, man kann die halt unterschiedlich hoch snappen. Und wenn man dann ein bisschen, so ein Millimeter sich bewegt, snappt es anders. Achtung. Das ist so übel. Und auch wenn man auf die gleiche Weise hinguckt, auf die Wand, snappt er einfach woanders ran. Ah, das war ziemlich frustrierend. Wunderbar. So, da kommt dann nämlich eine Reihe rauf mit Fenstern. Dann kommt eine Decke drauf. So. Warte mal, die war nämlich schon wieder zu viel, nicht wahr? Ja. Also, die können wir aufheben. Übrigens immer noch ein super Feature. Alles aufheben statt abreißen. Und dann müssen wir gucken, dass die genau... Nein. Auf der Seite sitzt, aber die richtige Höhe snappt. Oh ja, Baumenü, du hast mir gefehlt. Wunderbar. Richtige Höhe. Sehr großartig. Okay. Klappt mir ein bisschen zu gut gerade. Irgendwas geht gleich schief, weil es klappt verdammt gut in dem Moment jetzt. So, jetzt haben wir noch 17. Na, das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Sehr schön. Ungefähr so. Aber das geht ja noch, das können wir wenigstens korrigieren. Bei dem anderen Haus habe ich von außen eine Wand falsch gesetzt, also zu viel rangesetzt. Und die ist einfach viel zu hoch, als dass ich da noch rankommen würde. Jetzt sitzt da einfach so quer eine Hauswand dran da oben. Oder? Nee, komm, wir lassen die Fensterreihe und machen gleich eine Decke drauf, ne? Sehr gut. Das sieht doch super aus. So, dann setzen wir den noch weiter nach vorne. Schnieke. Dann, keine Angst, es bleibt nicht quadratisch. Das ist erstmal nur die untere Ebene. Damit wir hier noch ein paar Dinos reinkriegen. Ziehen wir das nämlich noch ein Stück hoch. Ich habe so die Befürchtung, dass es hier schon wieder zu weit abfällt und es dann nicht mehr funktioniert mit dem Boden ransetzen. Gut. Sind wir jetzt leicht genug? Nee, ne? Wir haben das ganze Holz dabei. Dann sind wir immer noch nicht leicht genug für den Petri. Nee, also gar nicht. So, Littlefoot. Wunderbar. Sehr gut gemacht. Guter Littlefoot. Bumm. Umgeparkt. Sehr schön. Platz geschaffen. Also... Wir brauchen jetzt Steine wieder.
Ich glaube, den Rest haben wir tatsächlich noch, ne? Holz sieht gut aus. Stroh sieht gut aus. Die Früchte können wir wegpacken. Ich weiß gar nicht, wie weit der Futterdruck jetzt geht, wenn ich ihn umbaue. Also, die beiden kommen schon nicht mehr ran. Das ist verständlich, die sind sehr weit weg. Wie sieht es mit dem Petri aus? Der auch schon nicht mehr. Der Agi gerade so. Wir tauschen den mal kurz aus. Ach so, beim Streicheln. Ich hätte ihn ein weiter rüber setzen müssen. So kommt der Para nämlich nicht ran. Egal. So, wir nehmen jetzt alles mit und heben den einmal auf. Dann gehen wir einmal auf Setzen und machen aber nicht den normalen Futterdruck, sondern den Better Through mit OU, ne? Und setzen dann wieder alles rein, was wir so hatten. Oh, ist das schön, nicht mehr jeden Stack einzeln rüberziehen zu müssen. Jetzt, wo ich mir das Video angeguckt habe. Ich würde der Person, bei der ich das gesehen habe, gerne eine Honorable Mention verpassen, aber ich habe leider vergessen, wer es war. So. Kommst jetzt ran, ne? Oder? Ja, das ist beim Namen dran, ne? Okay, hier sehe ich es jetzt auch. Über dem Namen. Aber das hier ist jetzt wirklich trotzdem noch zu weit weg. Okay. Dann müssen wir dafür sorgen, dass ihr trotzdem Futter drin habt. Das kriegen wir doch hin. Immer so. Oder was? Oh, das war nicht geplant. Es tut mir leid. Ich wollte ihn wirklich nicht umboxen. Ich wollte nur ein paar Beeren sammeln. Damit der Bronto nicht umkippt. Was wahrscheinlich eine ganze Weile dauert, aber trotzdem. Beeren? Keine Beeren. Gut. Ach, so ein Dreck. Das tut mir leid, kleiner Ankylo. Dann holen wir uns mal die hier und geben die dem Littlefoot. Und damit wir uns die Finger nicht selber schmutzig machen, nehmen wir den Kano, aber der ist überladen. Also müssen wir uns vielleicht die Finger schmutzig machen. Gut. Alles genauso geplant. Obwohl, wenn wir den da tot liegen lassen, vielleicht kommen dann keine anderen, weil sie abgeschreckt sind. Wahrscheinlich nicht. Gut. Wir brauchen Steine. Steine, Steine. Oder habt ihr noch welche, die Herren? Nee, du hast gar nichts mehr. Du hast nur noch Holz. Sehr schön, dann nehmen wir das auch noch. Damit wir nicht mehr so schwer sind. Und du hast mir auch schon alles gegeben, ne? Ja. Sehr gut. Auf geht's. Da sind wieder Steine gespawnt. Sehr guto. Also, ich würde mal sagen, wir machen noch so bis 3/4 ungefähr. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht schon bei Avatar reinkommen. Man, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, oder? Oh, und demnächst habe ich ja noch was gefunden schon wieder. Ah. Ich hatte es mal als Demo angetestet, also Planet Crafter. Und habe mich direkt drin verloren in dem ganzen Gedöns. Einfach nur so dein eigenes Ding machen, ziellos rumlaufen und erstmal alles erkunden, während man den Planeten neu besiedelt. Weil das ist die Aufgabe. Man landet mehr oder weniger freiwillig, sagen wir mal, mehr oder weniger freiwillig auf einem Planeten und soll den praktisch bewohnbar machen, obwohl er am Anfang komplett unbewohnbar ist. Das, wenn ich die Story richtig verstanden habe, eine Strafe. Das macht einfach so viel Spaß, weil man besorgt dann, man so besorgt sich hier Ressourcen, wie hier auch. Aber anstatt Dinos zu zähmen und sowas, also ich habe noch nicht sehr weit gespielt, baut man halt zum Beispiel Pflanzen, also Pflanzenkübel, damit Sauerstoff entsteht oder bohrt in die Erde, damit Atmosphäre entsteht. Das ist so unglaublich gut und dieser Gameplay-Loop, der funktioniert einfach super. Dann habe ich die Vollversion gesehen
Also Early Access Vollversion nach der Demo. Und die ist halt einfach immer noch gut. Ich bin jetzt ungefähr da, wo man nee, nicht Flüsse, Seen kriegt. Genau, Seen auf dem Planeten. Und es ist einfach immer noch gut. Ich weiß, ich sagte und gut, aber es ist super gut. Super zum Runterkommen und die Zeit vergeht ultra schnell, wenn man das spielt. Das gucken wir uns demnächst nochmal so im Stream an. Ich fange dafür sogar nochmal von vorne an. Weil es einfach so viel Spaß macht, bis dahin zu kommen, wo ich jetzt schon bin. Wir müssen mal kurz zum. Wir müssen nicht zum Wasser. Ich habe meine Wasserflasche dabei. Ha! Erledigt. Und es hat einfach unglaublich viel Suchtpotenzial. Und ich habe schon gesehen, bei anderen Streamern, danke für Spoilern übrigens dafür, ihr Penner, was man da noch alles machen kann. Oh, das wird noch richtig großes Spiel. Boden? Nee, Decke, ne? Sekunde, da fällt mir ein, ich glaube im Brunnen, also oben in der Werkbank sind noch ein paar Steindecken. Oder ziehen wir da Stroh rein und machen eine obere Etage? Nee, wir machen Holz. Oh, wir machen da eine Holzdecke drauf und dann kommt von noch ein oberes Stockwerk drauf. Das ist nämlich hübscher denn als Stein. Auf jeden Fall ist das unglaublich geniales Spiel. Da gucken wir dann rein. Fällt mir so rein bei Zeitfressen und Zeitvergessen. Da kann man sich sehr schnell drin verlieren, ich zumindest. Wir haben Dach. Warte mal. Thatch Roof and Stairs. Das Problem ist, Schrägdach ist immer noch was anderes als Dach, ne? Also auch bei den neuen Sachen. Ja, es gibt Decke und schräge Decke. Gut. Wir brauchen Holzdecke. Wir brauchen Fasern ohne Ende. Ich habe keine Fasern. Da sind die 750. 25. Ich kann nicht lesen. Das ist trotzdem nichts. Wir brauchen ja 10 allein schon für jede Decke. Stell die mal her. Ich gehe so lange neue holen. Nee. Das ist auf jeden Fall unglaublich gutes Spiel. Und das hatte ich halt, wie gesagt, als Demo gespielt in dem. In irgendeiner Steam-Aktion. Und es ist so gut. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen. Die Tage. Und das ist halt noch viel besser geworden. Weil in der Steam-Demo konntest du damals, glaube ich, nur spielen. Das erste Ziel ist, so einen blauen Himmel zu erschaffen. Ich habe hier keine Dinger. Weil ich gerade mit dem Dino alles abgefarmt habe. Mit dem Brondo, ne? Ich Klugi. Auf jeden Fall habe ich so lange gespielt, bis das erste Ziel erreicht war und das war halt einen blauen Himmel zu erschaffen. Das hat schon eine Weile gedauert, aber trotzdem war es dann halt irgendwann vorbei. Und jetzt mit dem Weiterspielen habe ich auch einiges gelernt, sagen wir mal so, weil ich habe am Anfang halt da gebaut, wo man zum Schluss, wie sich herausgestellt hat, eine der ersten Seen sich bildet. Das war einfach sehr gut von mir durchdacht. Dann habe ich halt meine komplette Basis da aufgebaut. Alles Mögliche, habe unglaublich viele Schränke und bla und blub und habe da meine Solaranlagen und meine Weiterentwicklung. Also kannst du ja dann auch Zeug weiterentwickeln und du musst dann zum Schluss, irgendwann habe ich gesehen, habe ich noch nicht gemacht, aber habe ich schon gesehen, dass es geht, Bakterien aussetzen und kannst dafür sorgen, dass sich die Pflanzenwelt wieder erholt, also dass Pflanzen wachsen. Und es stand halt alles einfach bis zur Hälfte unter Wasser. Weil genau da, wo ich gebaut habe, so eine Senke ist, weil ich dachte, es ist ganz gut, wegen dem Wind und Sand und da kommen auch Meteoriten runter. Aber ich habe nicht bedacht, dass wenn man weiterspielt, dass da sowas passieren könnte. Dass sich genau da das Wasser sammelt. Und deswegen habe ich nochmal neu angefangen und habe es halt diesmal intelligenter gebaut, ein bisschen weiter oben. Aber wir können beim nächsten Mal, wenn wir das dann spielen, natürlich auch nochmal woanders bauen. Ich muss mal gucken. Vielleicht laufen wir dann erstmal ein bisschen rum und suchen einen guten Spot. So. Wie machen wir das jetzt am intelligentesten? Wir brauchen ja auch eine Treppe nach oben. Wie bauen wir die? Bauen wir eine durchgehende Treppe geht gar nicht, ne? Da sagt das Spiel ja immer nö. Das habe ich drüben in dem anderen Haus habe ich so geregelt, dass ich einfach, dass ich immer wieder so ein
ein normales Dach dazwischen gesetzt habe. Dass ich praktisch so. Hallo? Oh, 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 oh. Daneben. Superschütze. Am Werk. Schon wieder daneben. Da habe ich einfach nur keinen Treffer-Feedback bekommen. Machen wir es kurz und schmerzlos, oder? Hallo? Ich wusste es. Seht ihr, warum ich die Dinos einbauen will? Genau wegen sowas. Ich liebe es. So, da kommt ein Dach drauf und oben kommen Geschütze ringsrum hin, damit ja keine Dinos in die Nähe kommen. So, drüben habe ich es nämlich so gebaut. Ich habe praktisch das gebaut, dann einen schräg runter. Und dann wieder. Wir machen das jetzt mal so, weil eine Reihe machen wir, können wir auf jeden Fall schon mal bauen. Nein, jetzt hat sich's gedreht. Ach, so ein Dreck. So, ich habe so gebaut und habe dann praktisch drüben mit dem anderen so gebaut und dann wieder eins schräg runter, weil er mir nicht erlaubt hat, das so zu bauen. Aber hier scheint es zu gehen. Aber das Gute ist, wir ersetzen das wieder, ne? Wir müssen ja noch einmal hoch. Oh, ich bin klug, warte. Machen wir das ganz anders. Wir bauen da oben. So. Dann nehmen wir uns den Argi, der irgendwo hier rumstand. Silber da hinten. Hö? Aha. Nicht getroffen wahrscheinlich beim Zielen. Sehr gut. Und hüpfen. So. Jetzt machen wir das weg, weil es falsch rumsteht. Hallo? Weg? Hallo? Dankeschön. Und dann machen wir die auch weg. Und dann müsste mir die anderen ja aufheben, oder? Wieso? Hm. Dankeschön. Danke, Spiel. Wirklich, wirklich. Recht herzlichen Dank. Ach, Mann. Wieso hasst mich das Spiel eigentlich? Also. Wir fangen jetzt an. Wir stehen auf dem. Heben wir den auf. Wieso kann ich den nicht aufheben? Genau. Und jetzt bauen wir den nämlich daran. Aber als Treppe. Hä? Hä? So war das geplant. Nehmen wir das auf. Warum geht denn das nicht? Hold. Leuchtet grün. Ich heb auf und fall wieder runter. Ich kriege einen Föhn. Achtung. Pro-Trick. Das gibt's doch nicht. Jetzt rennt er dran vorbei und springt fast in den Tod. Alter Verwalter. Heute läuft's gut. Heute läuft's richtig gut. Nee. Hör mal auf, bitte. Dankeschön. Dreh dich mal. Das war richtig sogar. Warum hat er das eigentlich nicht gemacht? Stehe ich gerade nicht. Da. Genau so. So. Jetzt hüpfen wir darauf. Wunderbar. Dankeschön. So. Sehr gut. Das war alles falsch rum. Ich bin doof. Ich bin einfach nur
Hör mal auf jetzt, snap mal daran richtig, bitte. Dankeschön. So, also. So weiter. Dann nehmen wir die nämlich gleich einfach nochmal weg. Wieso habe ich eben gedacht, dass es richtig rum ist, beziehungsweise alles in eine Richtung zeigt, wenn es doch komplett falsch ist? Oh, jetzt geht es wieder los. Hallo? Dankeschön. Ich muss warten, bis grün leuchtet. Kann das? Nee, hat auch nicht funktioniert. Ich steige da nicht durch. Keine Ahnung, warum es nicht geht manchmal. Jetzt. Wunderschön. Danke. Das ist totaler Blödsinn. Zu früh gefreut. Okay. Ich wollte es gerade loben. Das war aber viel zu früh. Sowas macht man einfach nicht. Weil genau das dann dabei rauskommt. So, jetzt können wir nämlich von hier. Das ist Treppe. Wunderbar. Hier ansetzen. So, wir drehen erstmal auf Treppe. Dann runter. Hallo? 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 Daran bitte. Daran. Okay, Spiel. Sag doch einfach, wenn du mich hasst. So. So. Und dann einmal so. Und okay, in dem anderen Haus hat er mir das nicht erlaubt, einfach eine Treppe zu bauen. Sehr gut. Wunderschön. Und dann kommt da natürlich noch ein Geländer ran, aber das ist die Feinarbeit, die kommt zum Schluss. So. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. Bis wohin haben wir es? Bis da. Warte, warte, warte. Doch, ist richtig. Mir ist ja egal, in welche Richtung es zeigt, aber alles in eine Richtung muss zeigen. So. Waren es zwei oder drei, damit man oben nicht gegenkommt? Oh, es geht sogar bei einem, oder? Jetzt kann ich ja hier noch einen ransetzen. Ja, okay. Cool. Sieht dann auch schöner aus. Sehr gut. Na dann. Machen wir das mal so zu, das Dach, nicht wahr? Dankeschön, Spiel. Genauso wollte ich es bauen. Das ist natürlich praktisch. Das heißt gelobt, das heißt, das läuft gleich wieder alles schief. Genau so. Warte darauf. Genau auf sowas warte ich. Genau auf sowas. Ich warte darauf, dass das Spiel mir wieder in den Rücken fällt. Und ich bin der Meinung, dass es das mit genau dieser Aktion gerade eben getan hat. So. Bum, bum, bum. Geht sich das aus? Nee, ne? Das ist zu wenig. Obwohl. Ich habe ja vorne die bis ran gemacht, ne? Entschuldigung. Ja, dann passt das genau. Geil. Also bis auf zwei natürlich, aber... Genau sowas passiert dann immer. Ach, Spiel, du machst mich kirre. Ich komme da nicht rangehüpft. Geht einfach nicht. Egal. Wie kriegen wir die jetzt weg? Wir machen das so wie früher. Ich habe früher da mal einen Trick benutzt. So und so. Konnte man nämlich raufhüpfen. Früher. So. Und dann. So. Können wir die mich nach unten rausnehmen. Und dann fallen wir halt mit runter. Sehr gut. Nicht das Schönste, was jemals da war, aber geht immer noch nicht okay. Aber es ist ein Anfang, würde ich sagen. Gut, dann machen wir mal den anderen A wieder platt.
Habe ich denn den gesehen gerade? Hier irgendwo, ne? Hallo? Ich muss mal einen Schluck trinken. Das kratzt nämlich schon wieder am Hals. Oh ja. Da hinten ist noch einer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der von eben ist. Glitch. Level 10. Im Eisbiom und der ist Level 10. Ich bin mir fast sicher, dass ich die Schwierigkeit hochgedreht habe. Und mit fast sicher meine ich komplett. Und auf HC, also auf höchste Schwierigkeit gestellt habe. Flugidinus auf dem Dach. Erstmal, ne? Hier machen wir nämlich noch eine schöne. Ein schönes Ding draus. Nur um fertig zu bauen, könnten wir ja mal, wenn wir schon mal dabei sind, Holz, du bist Wood Fence Foundation. Ich finde es gut, dass ich auf Deutsch gestellt habe und trotzdem noch alles auf Englisch habe. Aber nicht Fence Foundation, das ist ja der Boden, wir brauchen den. Die Reling. Quarter Walls and Reling, da. Zehn? So ungefähr? Ich weiß es nicht. So. Wunderschön. Einfach nur, damit wir es fertig haben, ne? Nee. Nee. Kann ich nicht ändern. Sehr gut. Das ist. Dann einmal da und na, da. Sehr gut. Ach, das mit dem Schnee ist aber auch hübsch, oder? Oder sehe nur ich das so? Gut, dann brauchen wir wieder Steinboden. Böden. Böden. Wie breit machen wir das denn noch? Das soll ja nur erstmal für den Anfang sein. Ich würde mal noch so 3 oder so ansetzen. Weil dann haben wir hier ein bisschen Platz. Zum Züchten bauen wir eh noch was anderes. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier in der Eisbasis so groß mit Züchten machen. Das können wir auch da unten eigentlich machen. Das ist doch eine gute Idee. Wir nehmen das, was ich da unten gebaut habe, schon als Zuchtstation. Das ist ein guter Plan. Wir schauen mal, wie viele Böden wir noch schaffen mit dem, was wir haben im Moment. Hoppla. Zu weit gedrückt. 58. Wir haben 10. Also brauchen wir mindestens 30, ne? 1, 2, 3, 4. So. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht mit 3 Reihen. Und je nachdem, ob es mir gefällt oder nicht, bauen wir dann entweder noch was dazu. Oder auch nicht. Das Problem ist, der Vogel sitzt jetzt direkt davor, aber wir können mit ihm nicht fliegen, da wir voll beladen sind. Das ist voll schlecht. Oh, jetzt muss ich mal husten. Sekunde, das wird jetzt knacken wegen dem Mikro. Das tut mir leid, aber glaubt mir. Mit dem Husten drinne im Mikro ist das wesentlich unangenehmer als das kurze Knacken. So, achso, durch die Böden könnte es sein. Ach doch, geht. Geht. Ich würde sagen, könnte es sein, dass es immer noch zu schwer ist, aber es geht. Genau, mit 3 mehr können wir hier immer noch genug Flieger. Dann können wir noch 4, 5 Flieger landen. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, was, aber mein Kopf hat da gerade was sehr Großes draus gemacht. Oh, das war nur ein Mammut. So. Ich hoffe mal, es geht jetzt hier aus mit den Böden. Ich sehe
Sehe ich nämlich schon wieder kommen, dass der nächste gleich im Boden versinkt. Und dann muss ich ein bisschen schreien. Na? Genau so. Genau so dachte ich mir das nämlich. Und bei Survival Ascended könnte ich jetzt einfach zwei Böden übereinander setzen, damit es gleich hoch ist. Aber hier kann ich einfach nichts. Und da ist jetzt einfach Feierabend. Und ich kann da auch nichts draufsetzen. Ach, das sieht doch kacke aus. Genau so habe ich mir das gedacht. Genau so. Ach, so ein Dreck. Kriegen wir das mit Dächern gelöst? Kann ich Dächer und Wände ransetzen, um das vielleicht zu lösen, das Problem? Oh, als hätte das Spiel gewusst, was passiert, ne? Habe ich noch genau drei Dachteile übrig. Wie sieht das aus? Weg. Okay, es sieht jetzt aus wie eine Bodenplatte. Und wenn ich das... Warte mal, das muss ich mal ganz kurz was testen. Das sieht aber nicht immer aus wie eine Bodenplatte, oder? Wenn ich es darauf setze. Ich muss es mal von oben sehen. Doch, es sieht halt so aus. Hatte das nicht eine einfache graue Marmorierung im, ich nenne es mal, echten Ark? Okay, hätte ich das da drüben schon gewusst, hätten wir da natürlich so weitergebaut und ich hätte mir sehr viel Zeit erspart. Ah, dumm, 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 dumm. Hier sieht man es wieder, ne? Wenn ich das dahin ändere. Es sieht halt auf jeden Fall nicht so aus wie der Stein daneben. Man sieht also, wo es anders gebaut wurde. Aber das soll ja erstmal egal sein. Bin es dafür... Ui, okay, das geht gar nicht. Nicht so weit ab. Was ist denn das? Öffnen. Warte mal. Oh, okay. Das ist eine Drehtür. Eine Geheimtür. Wie geil ist das denn? Man braucht keine Türen mehr bauen. Okay, das ist nur eine normale Steinwand, deswegen. Das wusste ich nicht, dass sowas geht. Wie genial ist das denn, bitte? Ich sollte echt mal lesen, was da unten steht, oder? Steingeheimtür. Tja, hätte ich das gelesen, hätte ich es vorher gewusst. Wie genial. Ich kann nicht snappen. Sehr gut. So. Was steht immer noch ab? Ah, der Monk in mir sieht das immer. Für immer werde ich das sehen. Uff. Egal. Lassen wir das erstmal so. Aber das sieht gut aus, ne? Fallgröße. Für den ersten kleinen Stall. Für unsere Ambitionen, die wir in Teil 1 mal angelegt haben, oder Teil 1, ich sag jetzt schon Teil 1, im Ascended ist das ja klein. Ich überlege, was wir da über die Jahre immer gebaut haben und mit welcher Ambition wir da mal rangegangen sind bei jedem Projekt. So. So und so. Wunderschön. So. So, und perfekto. Dann brauchen wir nur noch ein Dinosaurier-Steintor. Das können wir von da hinten gleich holen, weil das bringt ja scheinbar nichts. Und, das ist ein Torbogen. Und ein Steintor, meine ich natürlich. Das dürfte ja dann oben noch drinnen liegen.
Wunderbar. Dann kriegst du jetzt erstmal hier die Wände wieder. Ich hole kurz den Torbogen. Sehr schön. Hier irgendwo, da vorne steht er. Obwohl das mit den Wölfen gut aussieht. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich hier generell baue, aber hier sind keine Wölfe jetzt gespawnt. Ob es wirklich an dem Bogen lag, werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Aha. Nein, werden wir sehen, wenn ich ihn wegnehme. Ob jetzt hier welche spawnen. Das werden wir dann erfahren. Was mich aber irritiert ist, wo ich gerade den Strahl sehe, wir haben hier einen Spawnpunkt für einen Airdrop, aber hier ist noch keiner runtergekommen. Aber die Anzahl der Airdrops wurde, glaube ich, erhöht, oder? Weil wenn ich mich mal so umgucke zeitweise, da sind echt viele unterwegs. So. 307. 318. 319. Und 320. Ja, fast. Fast, fast, fast. Okay, wir brauchen noch immer noch Elektronik. Okay. Stimmt, da war was. Wir brauchen mehr Silizium. Daran scheiterte es. Genau, weil wir brauchen nämlich für den unglaublich viel Zement. Und damit es schneller geht mit dem Zement und mehr rauskommt, wollte ich ja den Chemielabortisch bauen. Aha, wir brauchen dafür aber auch noch Zement. Elektronik und Zement. Okay. So, können wir wieder ausmachen? Sehr gut. Ich brauche jetzt den... Das Reinforced Gate, das ist das normale, ne? Doors und Windows, das ist kleine. So, und das ist ein Behemoth Gate, oder? Ja. Wunderbar. Was haben wir denn hier noch? Oh, dann können wir die Treppe ein bisschen hübscher machen. Oh, guck mal. Oh, guckt mal. Guckt mal, guckt mal. Damit dürfen wir das Metall voll haben, oder? ...250. Abgezogen. Haben wir die Metallbarren voll. Geil, also nur noch Zement und Öl. Nur noch. Steintorbogen. Und die restlichen Dächer. Oh. Die drei, die wir noch haben. Gut. Dann brauchen wir Holz, Fasern, Stroh. Und dann machen wir mal eine Hüpfung da lang. Und zwar das da. Und wir brauchen 30, ne? Denn wir haben ja nur 3 dazu gebaut. Wir haben aber gar nicht genug für 30. Naja, dann bauen wir die, die wir haben. Ist ja auch nicht schlimm. So. So, so, so. So, so, so. Und zumachen. Wieso sprintet der denn andauernd? Ich habe das Gefühl, der sprintet auch einfach mal so los. Komm schon. Jetzt. Sehr gut, oh. Bumm, 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 bumm. Bumm, bumm, bumm. 3 haben wir noch, dann machen wir hier zu. Bumm, und, komm schon, so. Warte mal, das sind 1, 2, 3 und 2 mal, also 6. Wir haben kein Holz, okay. Und, hüpp.
Holz, 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 Holz. Wir brauchen 6. 6. Macht der 6? Ich war zu schnell. Zu schnell. Zu langsam, würde ich sagen. Nicht schnell genug. Pum. 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 Und. Das letzte. Hallo? Hallo? Da. Sehr, sehr hübsch. So, wo bauen wir den jetzt hin? In die Mitte? Oh, warte mal. Wir haben es eins zu hoch gebaut. Beziehungsweise die großen sind eins zu hoch dafür. Na, ist ja kein Ding. Bauen wir da halt noch was drüber. Ach Kacke, jetzt habe ich versehentlich noch nachgebaut. Ach Mann. So. Gut, wir brauchen da, da, da und na, da. Dann lassen wir eins frei, nicht wahr? Und bauen da. Na, Snap Point, da. Und schon haben wir nichts mehr. Ich weiß nicht, so 5? Na. Wunderbar. Bumm. Gut. Oh ja. Sieht gut aus. Wie viel haben wir noch? Ein. Ja, die müssen wir jetzt nicht unbedingt verballern. Sieht doch schön aus schon mal. Okay, dann. Die Reste hier rein. Einmal essen. Packen. Und. Ja, komm mal durch. Ah, verbrannt. Sehr gut. Und holen uns die Wände. Und Stein. Und Holz haben wir nicht mehr. Holen uns hier das Holz vielleicht. Eventuell. Da. Ach so, ich habe übrigens eine Mod gefunden, die funktioniert irgendwie wie das Seedcrafter-Ding, sollte sie. Hat mir persönlich aber nicht gefallen. Preserving bin. Ach, das ist von dem Utility Plus, ne? Weil ich dachte, also ich hatte auf dem Rechner eine Mod für Survival Evolved, dass man praktisch aus allem einen Samen machen kann, den man einpflanzen kann. Also man findet Kristall, tut den da rein und dann hat man einen Kristallsamen, den man anpflanzen kann. Das habe ich gemacht, weil ich, wie gesagt, beim Alleine-Spielen sehe ich das irgendwie eher so als lästig andauernd zum Beispiel. Kristalle geht noch, das war jetzt so ein schlechtes Beispiel, weil da Kristalle sind. Aber sowas wie schwarze Perlen und so, weil ich keinen Bock hatte, immer in die Tiefe zu tauchen. Und deswegen habe ich das halt benutzt und habe mir dadurch immer das Zeug angepflanzt und habe halt einen Riesengarten gebaut zum Schluss. Wer sich noch dran erinnert. Und ich glaube, den Speicherstand gibt es, glaube ich, sogar noch. Teil 1. Ascent. Ich sag mal Teil 1, ich weiß. Das ist nicht Teil 2. Und dachte, ich hätte sowas wieder gefunden, so eine Mod. Dann habe ich die installiert. Aber die macht nicht das Gleiche, die macht irgendwelche anderen Kristalle. Entschuldigung, ich muss schon wieder husten. Die macht irgendwelche anderen bunten Kristalle von einer Add-on-Mod-Map.
Und die wollte ich ja gar nicht haben, deswegen habe ich die wieder runtergeschmissen. Weil mich das halt überhaupt nicht gereizt hat. 1, 2, 3, 4 war das? So. Natürlich, der baut die so schnell. Hallo? Hallo? Setz die mal bitte da vorne hin. Okay, und jetzt auf die erste Reihe. So. Wunderbar. Jetzt habe ich es geschafft. Zwei gleichzeitig. Zu. Und zu. Und dann brauche ich noch zwei normale Wände. Und den Bronto, um da ranzukommen. Was? Zählt er schon als drin jetzt? Ja. Wunderbar. Dann hüpfen wir mal auf den Bronto. Und gehen da mal hin. Denn ich glaube, die zwei normalen Wände habe ich auch noch so da. Dann müsste ich, wenn ich mich auf seine Schweifspitze reiten stelle, eigentlich da rankommen, um die zu setzen. Obwohl, hier an der Seite auch schon. Ich glaube, wir hatten hier noch normale. Wo haben wir denn den Bronto getan? Die sind im Bronto, oder? Da sind sie. So. Und die kommen jetzt da ran. Nein. So. Und. So. Perfekt. Jetzt ist es zu. Es fängt an zu schneien. Oder schneit schon die ganze Zeit und ich merke das jetzt erst. Ich bin sehr aufmerksam heute. Könnte also tatsächlich sein, dass schon die ganze Zeit so ein bisschen schneit. Weil ich jetzt erst so drauf geachtet habe. Cool. Wunderschön. Ich weiß, noch ist es ein Kasten. Aber keine Angst. Da wird schon noch was draus. Ach so. Ich habe noch eine andere Idee, was wir bauen müssen. Sowas nämlich, um da reinzukommen. Und mir fehlen die Tore und Türen, die da alleine aufgehen, übrigens mit der S-Plus-Mod. Also, hier ist erstmal drin, das ist gut. Jetzt ein neuer Versuch, ob es letztens verbuggt war oder wirklich einfach nicht geht. Wir brauchen eine Wandfackel. Denn die hat in dem ersten Haus, was ich gebaut war, aber seitdem sind ja schon wieder ein, zwei Pitches gekommen, hat die kein Licht gemacht. Und das war ein bisschen blöd. Haben wir hier ein bisschen Volumes? Dafür brauche ich Zement, wenn ich mich nicht irre. Wir haben hier nichts mehr. Reingucken. Eine Wandfackel, die kann ich doch so bauen, oder? Oder muss ich die an der Werkbank bauen? Ach so, genau, da. Da gibt es wieder benutzbare Peitschen und Flare Guns. Die gehören in die Mod rein, genau wie Fallschirme. Das ist mir alles Wumpe. Ich wollte einfach nur das Fernglas haben. Und auch die Enterhaken benutze ich halt überhaupt nicht, die Grappling Hooks. Ich glaube, man braucht immer so ein oder zwei, ne? Und da. Ein Zement, Ohr und alles mögliche andere. Wunderbar. Bum, bum. Was fehlt denn noch? Metall und Feuerstein. Das lässt sich doch ändern. Feuerstein haben wir hier. Ich weiß sowieso nicht, warum der Feuerstein hier drin liegt. Ich glaube, damit kann man gar nichts anfangen im Fabrikator, oder? Und Metall. Machen wir mal eine Sammlung. Wunderbar. 50. Ich hatte nämlich beim allerersten Mal, wo ich gebaut habe, da habe ich wie immer an der gleichen Stelle gebaut, beim ersten Starten.
Da habe ich auch Standfackeln aufgebaut am Strand. Und die haben halt auch praktisch kein Licht von sich gegeben. Also komplett sinnbefreit. Warum sollte ich Standfackeln benutzen, die überhaupt kein Licht machen? Ach, da ist es immer noch. Ah, dann hat er das letztens nicht gespeichert, dass ich die rausgenommen habe. Auf jeden Fall ist es das Ding, was ich meinte. Da und da kann man halt Eier und Primal Crystals kann man da züchten und anbauen. Das will ich ja gar nicht. Ich wollte einfach nur... Im Inventar baue ich die. Dann müssen wir das gleich mal machen. Ich wollte einfach nur so wieder für schwarze Perlen oder für Harz und so. Wollte ich das haben. Aber nein, ging ja nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Achso, ich brauche Kristall. Ich habe da eine gute Idee. Da ist Kristall. Der Bronto braucht echt eine Rampe oder eine Leiter. Wunderbar, jetzt dürfte ich sie erbauen können, oder? Ja, geil. Ja, geil. Kann ich die Nachtsicht auch abschalten? Tracking. Wow. Ich habe ja noch nie mit dem gearbeitet, ne? Aber kann ich damit auch wilde Dinos tracken? Ich habe sonst nämlich immer nur mit dem Awesome Spyglass gearbeitet. Die sind zu weit weg. Wie zoome ich? Ah, geil. Remove Tracking Target. Du solltest ja auch den da unten tracken. Das ist ja geil. Also allein für das Reinzoomen. Nachtsicht bräuchte ich jetzt nicht. Aber das mit den Infos ist geil. Schockierenderweise haben die Dinos, die wir wild gefangen haben, keine Mutationen. Oh, das ist ja gut. Dann brauchen wir zumindest das Fernglas nicht mehr, ne? Dann können wir das normale Fernglas wegpacken. Das ist natürlich beim Awesome Spyglass auf dem Rechner besser gewesen. Das musste ich nicht ausgerüstet haben. Das kann ich einfach aktivieren. Aber besser als gar nichts. Und vor allem fürs Züchten dann später gut. Gut. Dann testen wir jetzt mal die Wandfackel. Wir haben ja hier noch ein bisschen Sparky Powder. Da. Ein bisschen. Nehmen wir mal die Hälfte. Ne, warte mal. Wir ändern nochmal die Hälfte ab. Das ist ja, obwohl. Wenn es funktioniert, können wir es ruhig drin lassen. Dann machen wir das wie früher immer, nicht wahr? Machen den Abgang über den Schwanz. So. Kriegen wir. Nicht ganz so viel Schaden, wollte ich gerade sagen, aber ich habe genauso viel Schaden gekriegt, als wäre ich direkt von oben runtergehüpft. Das ist ja dann total sinnlos. Also, jetzt bauen wir neben das Tor. Ne, warte mal, ich muss ja noch rankommen. So, die Fackel. Und jetzt bauen wir das da rein. Und los geht's. Ja, cool. Danke. Danke fürs Hellmachen. Es sollte ungefähr so aussehen. Aber hey. Wie du willst, Fackel. Also, du musst auch nicht, ne? Irgendwas falsch gemacht? Kann man die auch irgendwie noch ändern? Aufheben. Geil, jetzt ist der Beutel da oben festgehangen. Supi. Voilà. Die kann man nicht irgendwie einstellen, oder? Wenn ich die aufstelle? Nee, da kann ich nichts ändern dran. Ich tue die hier hin. Option. Inventar. Aufheben. Zerstören.
Muss ein Brennstoff? Ja, ich weiß. Ich weiß, wie eine Fackel funktioniert. Spendet Licht und erwärmt die Umgebung. Also, ich bin jetzt kein Experte. Aber für spendet Licht macht die sehr wenig Licht. Das ist ein bisschen witzlos. Das ist übrigens der Grund, warum ich die nicht mehr benutzt habe. Warum kann denn die nicht wie die Fackel einfach so in einem gewissen Radius das machen, so wie früher? So, jetzt habe ich die Fackel am Gürtel, oder? Da. Selbst am Gürtel macht die noch viel mehr Licht als das da. Das ist ja total witzlos. Ja, sorry, nee. Dann brauchen wir auch keine Wandfackel. Wandfackel abreißen. Wofür sollten die machen? Geil. Den Beton habe ich nicht wiederbekommen. So ein Dreck. Okay, Freunde der Sonne und der guten Schlager und Volksmusik. Ich sehe gerade, wir haben es jetzt eins. Jetzt sollte Avatar freigeschaltet werden für alle. Und das heißt, wir machen hier jetzt erstmal Schluss mit dieser wunderschönen Aussicht. Sekunde. Aber hier ist immer noch Schnee unten. Fällt mir gerade auf. Immer noch Schnee. Gibt hier die komisches Licht nach, ne? Egal. Mit dieser wunderschönen Aussicht von dem Anfang der Schneebasis, den wir noch fertig kriegen müssen vor Weihnachten. Den Rest, was flimmert hier durchs Bild? Okay. Machen wir hier erstmal Schluss mit Arc. So, Spiel. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ew. Ew. Spiel speichern, nicht Fotomodus. Und Hauptmenü. Dann machen wir mal ganz kurz, jetzt wo ich es noch im Kopf habe, komische Seedcraft-Mod raus, die nicht so funktioniert, wie ich es gedacht habe. Entschuldigung. Installierte, wo ist denn das? Hier. Das hat nicht so funktioniert. Weg damit. Wie gesagt, das, was es macht, das will ich nicht haben. Das, was ich haben will, macht es nicht. Veraltet. Veraltet. Da, Krümelpotz habe ich gefunden und hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Weiß nicht, ob es an der veralteten Version lag, beziehungsweise an dem, dass ich es gleich am Anfang probiert habe. Das da auch. Habe ich auch probiert, ging auch nicht. Hä, wieso sind das installierte Mods, wenn sie nicht mehr installiert sind? Muss ich nicht verstehen, oder? Liegt's an mir? Nee, ne? Liegt nicht an mir. Muss ich nicht verstehen. Egal. Nee, das ist so die Übersicht. Ja, genau. Von dem, was ich habe. Ich habe Swartal-File ignoriert. Installiert. Die Dwarven-Builders, die unzähmbaren Kreaturen, dass man die zähmen kann, wie zum Beispiel Bienen und sowas, dass man sich sein Zeug direkt an einem Grabstein wiederholen kann. Und das war ja schon am Anfang drin. Ach so, das ist noch neu. Ein Papagei. Das ist super. Bis zum nächsten Mal werde ich das dann auch mal alles, auch die veralteten, mal aktualisieren oder geht es einfach mit dem Knopf? So, in der Mod an sich, ne? Wunderbar, den klicken wir jetzt durch. Dann machen wir jetzt mal hier so, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. 3, 4 Minuten Pause, würde ich sagen. Sagen wir mal 5. 5 sind gut. Und in der Zeit mache ich Arc zu, da werdet ihr wieder den wunderschönen Microsoft-Hintergrund sehen. Und stelle dann um auf Avatar. Und demnächst muss ich mal gucken, dass ich die Xbox eventuell wieder über den Stick auf den Rechner streame. Denn dann haben wir das Problem mit dem Mikro nicht mehr. Ui, hier dauert das Aktualisieren wohl länger. Ja. Okay. Lassen wir das kurz mal.
Wunderbar. Dann stelle ich das um und wir sehen uns gleich wieder.